trotzdem, oder Fritz investiert hat, at some point, immer noch seine Ego-Schiene fährt und gerne das komplette, also gerne selber carryen möchte. Steht keine Straftat. Ja, genau. Da würde ich halt den Unterschied immer ziehen, ne? Jemand, der es nicht besser weiß, den kannst du auch nicht flamen. Jemand, der es besser wissen sollte, flame ihn. Ja, bestimmt, was auch immer er möchte und was ihm Spaß macht. Richtig. Wenn es aber auf Kosten anderer geht, und das ist ja nun mal ein Teamspiel, dann ist vielleicht League nicht der richtige Ort für dich. Boah, ich bin Swain Mitte. Was bumst mich? Ich muss die Frage wieder andersrum stellen. Was bumst mich nicht? Ich spiele gerade auch eine A bis Z Challenge, was ich aus anderen Mitspieler geht. Genau, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich stehe auf einem nicht so guten Fundament. Aber guckst du nicht gerade zu? Und würdest du mir auch zuschauen, wenn ich auf meinem Main wäre und tryharden würde? I guess you wouldn't. Der Unterschied zwischen einem Champ, zwischen Spaß und einem Champ und dem. Ja, Leute, ja klar, einige von euch werden trotzdem da. Aber meine Viewerzahlen sind besser, seitdem ich das A bis Z mache. Was soll ich tun? So. Ist halt mein Job. Ich sehe den Unterschied zwischen Spaß an einem Champ und. Ja. Aber der Spaß an einem Champ kannst du ja auch haben auf anderen Rollen. Das heißt, wenn du einen Champion zweckentfremdest und den auf Support spielst, dann frage ich, muss ich dich wirklich fragen. Bei Twitch das gleiche. Warum spielst du Twitch Support? Warum spielst du nicht Twitch ADC? Oder Twitch Jungle? Oder Twitch Mitte? Oder sonst wo? Warum muss es Twitch Support sein? Same for Teemo oder sonst was? Das ist nicht notwendig, ne? So alles nicht sein, theoretisch. Ja, Swain jetzt hier rein zu draften tut zwar weh, aber ich muss, ne? Boah, um ehrlich zu sein, Samira wäre, glaube ich, sick. Imagine Samira Mitte. Schon geil hier. Finde ich für ihn in meinen Games. Der kann ganz gut sein, finde ich. Denn auch da wird er ab und zu auf Support gespielt. Da gibt es bestimmt auch die richtigen Lanes für, aber oft genug ist der schon nicht so gut, ne? Wir nehmen mal ruhig diese Variante. Und hoffen aufs Beste. Kannst du eigentlich Swain R? Es ist ein Channel. Theoretisch sollte es so sein, ne? Aber wenn das wirklich so ist, dann habe ich mich gerade so ultimativ hart counterpickt. Aber ist auch nicht so. Hätte ich locker schon mal gesehen. Das wäre mir im Kopf geblieben, wenn es so einen crazy Counter gäbe. Okay, Kassel ist eine der besten Winrates. Gegen Swain. Eieiei.
Mit der Seraphine Midlane oder Support? Ich würde die gerne auf Support testen, weil ich habe sie bisher noch nicht gespielt. Nachdem die gechanged wurde, habe ich sie nicht mehr auf AD Carry gespielt. Und ich würde voll gern wissen, wie gut sie auf Support jetzt ist. Ich weiß ja gar nicht, wie man die überhaupt bildet, slash wie man sie skillt. So. Habe ich diese Season überhaupt schon Swain gespielt? Ich glaube nicht. Weil Liandris als First Item ist ja nicht mehr so geil, glaube ich. Oder doch? Was ist denn mit Malignance? Ich habe Swain diese Season noch gar nicht gespielt, fällt mir auf. Swain Bild. Ich habe die letzte Season ganz gerne gespielt, aber der ist halt ultra schlecht gewesen. Auf Botlane, das war immer ein bisschen trollig. Man geht Malignance. Okay. Malignance first into Rylai's. Oh mein Gott, der Renekton hat locker gedacht, er ist Renekton, er kann den Jarvan fighten. Und hat dann ihn einfach in der Flagge gefightet. Das ist mein Call. Ja, that's not it. Das ist das geringste meiner Verbrechen. Junge, ich verliere mir jetzt erst als er, ha? Die dritte Orlo wäre noch cool gewesen. Hätte ich wahrscheinlich auch Aggro bekommen. Am Ende von Kriegen steht der Tod. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, ich sollte einfach nochmal farmen und nicht so viel darauf achten, dass ich ihn jetzt poke oder so. Ich glaube, ich habe eh nicht den Champ, um ihn zu punishen. Die Carry Main, abseits meiner Spells. Läuft dann doch ganz gut. Sich auch ergeben. Ja. Ich dachte, mein Auto reicht. Ja, wahrscheinlich auch. Und so ist er nicht geflasht, ne? God bless. Aber ich glaube, das wird richtig schlimm später, by the way. Das Matchup hier. Ich glaube auch, Swain ist gegen Renekton noch ganz gut. Und ich glaube, alles andere in diesem Spiel hier. Also gegen Jinx werde ich im Early Game auch noch gut sein. Aber alles andere hier in diesem Spiel wird mich hart bumsen.
gestehst? Report Gragas AFK, das wäre schon geil. Die Nation über alles. Also, im Sinne von für dieses Game, ich jetzt dann zumindest gewonnen. Aber ich hätte doch kein Problem, nochmal Swain spielen. Ich bin, wie gesagt, letzte Season ganz gern gespielt. Aber ich müsste ihn jetzt nochmal auf Botlane neu austesten. Stell meine Geduld. Er ist nicht AFK. Der Gragi. So ein kleines Plating, ne? Ich glaube, Shaco kann mich backuppen, wenn ich hier das Plating spiele. Scheiße. Das war keine gute Idee. Ist hier irgendwo Honig? I doubt it. Ich will unbedingt diese Boots haben. Die Boots will ich auch haben. Aber ich will unbedingt das Büchlein haben. CP hat Ghost genommen. Comfort einfach für Mitte, denke ich. Hab sich groß weiter überlegt, so. Aber Ghost ist schon auf jeden Fall besser. Mit dem Swain. Hätte schon der Play sein sollen. Geiles Wort, Mann. Richtig gut. Versuche mit Würde zu sterben. Kann das Squishy jetzt, ne? Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Weiß nicht, warum ich da überhaupt hin war. Ziemlich dumm. Puh. Nicht sterben in dem Zeitraum wäre schon geil gewesen, Mann. Shadow, dankeschön. Kein Minion gemisst. Jetzt Batman. Das ist nicht passiert. Schön gemacht, good job, Team. Da einige Spells gemisst. Ich miss sowieso einige Spells, so. In den Games schon. Not good. Not good.
Es fühlt sich schon auch wirklich shit an, Leute. Sieht nicht nur shit aus, fühlt sich auch shit an. I can promise you that. Die Schlacht ist noch nicht entschieden. Auf jeden Fall ein bisschen Leben jetzt, wenn ich so einfach gebürstet werde. Sieht den Toplane aus. Besser als erwartet. Ich würde, bei sowas würde ich mal denken, Rennick nimmt den Jarvan komplett hops. Die sollen ihr Maul halten beim Contesten. Loser, lol. Das war doch ganz sweet. Das sieht so scheiße aus, wenn man misplayt, ne? Nice. Ich glaube, ich muss hier basen. Es tut mir leid. I have to base. Und du brauchst immer ein gutes Spiel. Ja, Ragas ist crazy skill dependent. Nicht mal so sehr. Leute, ich habe auch einen Ragas hinbekommen. Das ist das Dümmste daran. Ich kann auch Ragas spielen. Das kann einfach jeder, wisst ihr? Ich schieße das gar nicht gut, glaube ich. Komm, wir gehen einfach pennen. Jeder, wir gehen einfach pennen. Weil ich weiß, ich fühle alles nicht so richtig. Like, so viel CC haben wir nicht, dass ich Mercs holen sollte. So viel Autotex haben wir nicht, dass ich mir unbedingt Tabis holen muss. Lass einfach Damage gehen. Das ist Ult und Ulti. Scheiße. Welche Simulation leben wir denn eigentlich? Dass sie glaubt, das können die fighten. Oder spricht da einfach der Tilt aus meinem süßen Emerald-Spielern? Ohne Ulti-Penis. Wirklich schlau. Warum finisht der mich nicht einfach? Warum finishen die mich denn nicht einfach? Zehn Sekunden auf Ult. Ich bin super viel Gold wert. Haben wir da Bock? Na gut, wir machen es nicht. Aber nur, weil ihr nicht wolltet. Ich hätte es gemacht. Wir hätten schön ein bisschen Stat checken können, Freunde.
Okay, wir haben ein bisschen Leben. Wir holen uns noch mehr sogar. Wir holen uns noch einen Liandris dazu. Lego Schmego. Es ist ein sehr schön, kein Limit-Testing mehr betreiben. Ah. Was interessiert mich der Scheiß, den ich vor 5 Minuten gesagt habe? Na dann los. Sind selbst zwar zurückgemacht, aber anscheinend hat der Gragas Stab eh immer noch getroffen, leider. Bord Gragas und I'm happy. Itachi, ich mag, wenn Menschen happy sind. Ich glaube, ich werde es nur für dich tun. Ich glaube auch, dass Gragas nichts falsch gemacht hat, außer sehr schlecht zu sein. Sehr schlecht. Ziemlich schlecht zu sein. Oh, bist du tanzen. Emilio hätte lieber, glaube ich, einen Engage-Supporter at this point. Hammo, dankeschön. Ich hätte voll gerne nochmal gefightet eigentlich. Machen wir nochmal einen hier, machen wir nochmal einen, ja. Warum denn den? Uiuiuiui, Momo. Uiuiuiui. War aber gut close hier, Freunde. So, mein lieber Itachi, das ist dafür, dass du meine Familie getötet hast. Oh, bist du süß. Bist du mein Freund? Nein, komm jetzt an. Wie? Schon ja. No, Gragas ist so pill. Viel Gold leider. Für Jinx. Ist Chaco, spielt Chaco mit? Overstayen, no? Na klar, ja, ja. Overstayen seit 5 Minuten gefühlt. Wollen dürfen? Na gut, können wir Drake gehen, wenn ihr wollt. Ja, ja. Wie ist denn der Renekton da nicht wieder rausgekommen? Okay, haben wir irgendwo Honig? Da ist Honig. Hat Werbung geschaut. Und war was dabei für dich? Damenbinden vielleicht? Als 40-jähriger Mann?
Ach, man wirklich unterstützt. Ja, indirekt auf jeden Fall. Wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, dann schaut doch mal bei Mad Gaming vorbei. Wenn ihr nach einem neuen PC sucht, keine Ahnung von PCs vielleicht, dann sind die richtige Anlaufstelle, um euch da zu verbessern. Das ist der schlechteste. Das ist der single worst Cassidy I have probably ever seen in my whole fucking life. But I'm Swain. And Swain really sucks. Je eher wir sie alle töten, desto eher können wir die Sachen hinter uns lassen. Lul. Ich hab einfach dem Draven seine Ulti Knight. Naja. Das ist den besten. Und mir halt auch. Geduld ist eine Tugend mit Grenzen. Okay, let's get Now then Swain should keep Jinx away. Ich glaube, der Nash war einfach nicht der beste Call, to be honest. Jensamo, dankeschön. Kokara, dankeschön. Famo, dankeschön. Chelle, dankeschön. Thank you for your support, Leute. Hat denn meine Eltern von der Miete meiner neuen Wohnung erzählt? Also ich zahle über 2000 Euro Miete, was crazy ist. die waren richtig schockiert. Da habe ich gesagt, Opa, also, ja, aber wenn es Berlin ist, muss ja auch nicht für immer sein, ne? Muss ja auch nicht für immer sein. So Worte sind dann gefallen. War schon sehr lustig. War schon keiner funny. So, keiner funny wir übrigens auch, wenn wir hier mal ein bisschen... Kills holen würden. And we somehow do. Das klappt einfach nicht, oder? Es war ja kalt und Staffel. Ja, also 2K, über 2K warm halt. Ne? Mit Staffelmietvertrag, ja. Also wir fangen bei ganz entspannten 2-1 circa an und treffen uns dann im Jahr 2028, glaube ich, oder so, bei 2-6, 2-5. Na Spandau. Ist geil, oder? Wie viel Quadratmeter? 90. Ich finde die Wohnung einfach schön und ich kann mit Tunnel zusammenziehen und ich bin weiterhin in Spandau. Es ist einfach nur sehr teurer Spaß so. Ich will auch nicht mehr für immer in Spandau leben, aber jetzt gerade genieße ich die Zeit hier sehr. Wisst ihr? Das ist so, Spandau ist einfach eine sehr schöne, also. Ich habe gestern zum Beispiel den ganzen Tag mit Johnny verbracht. Ihr müsst euch vorstellen, ich war mit Johnny essen. Um 12. Dann haben wir den ganzen Tag TFT gespielt. Dann haben wir abends, waren wir einfach nochmal essen. Und haben noch Trash-TV geguckt. Ich finde das einfach geil. Ich möchte das einfach. Und allein dafür lohnt sich Spannung auch schon, ne? Ja, wir haben schon den Trash-TV gucken. Wer nicht?
Wir spielen für einen Champ, right? I love you, holy shit. Ja, danke schön. Ich finde das wirklich cool, ja. I like it. Man. Kann auch einen Hook warten, aber Gott, können wir damit einfach rausgehen. Das ist auch okay. Im TV schon mit Johnny eine Hose an? Ja, nicht durchgehend. So, ich finde Sonne ist eigentlich gut hier. Oder? Kann auf den gehen, theoretisch. Komm, wir gehen den. Also 2028 in den Zaubertraum die Miete zu finanzieren, das kommt auf euch zu. Jawohl. Und so schnell werde ich mir auch keinen Kamin leisten können. Dann bin ich schon fast günstiger. Es ist ja auch alles super teuer, Leute. Es ist ja nichts ist mehr günstig. Was passiert hier eigentlich? Gerade. Als ob das nichts trifft, Junge. Nicht mehr ran, ne? Nee. Ohne Draven hätten wir das übrigens niemals gewonnen hier. Und ohne mich wahrscheinlich auch nicht. Actually ist sehr viel cooler geworden als ursprünglich gedacht halt, ne? Sehr viel cooler geworden als ursprünglich gedacht, das Game. Jetzt erzähl, wie du im Monat circa verdienst? Möchte ich glaube ich nicht, aber ich verdiene sehr gut. Also, sonst könnte ich mir auch keine Wohnung für 2000 irgendwas Euro leisten, ne? Ich verdiene sehr gut, ich hätte nur trotzdem gerne mehr Subs, um nämlich, wenn irgendwas wegbricht. Also das Ding ist immer, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Werbung mache für Mad Gaming und für Holzkern und niemand kauft da, dann habe ich diese Partner einen Monat oder zwei und dann droppe ich da wieder, dann habe ich da wieder kein Geld. Ne? Und wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dass zum Beispiel mein Antrag-Spandau-Deal nicht mehr klappt oder ich diese Partner halt nicht mehr habe und alles kommt gleichzeitig und alles passiert gleichzeitig, was ja passieren könnte, so. Angenommen zum neuen Jahr hin entscheiden sich alle, na, Rookie, zu wenig Viewer, zu wenig Engagement, zu wenig was auch immer und alle sind gleichzeitig weg, dann ist der Stream alleine